So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Thema heute Bücher für die Quarantäne bzw. Bens apokalyptischer Lesezirkel. Und da es sich ja um apokalyptische Literatur handeln soll, habe ich mal so ein paar, ja, im weiteren Sinne Endzeit-Szenario-Bücher ausgewählt. Die drei Stück, die ich persönlich sehr gerne mag. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass das unbedingt Klassiker der Weltliteratur sein müssen, aber ich mag sie halt gern. So, und zwar sind das einmal Elantris von Brandon Sanderson. Ich vermute, so heißt er. Da geht es im Grunde quasi um ein Virus, um eine Krankheit. Ja? Auch, jetzt zugegeben, vielleicht nicht als die Hauptthematik, aber auch, ja, spielt da eine Rolle. Dann haben wir von Dimitri Glukowski, ich hoffe, man spricht ihn so aus, Metro 2035, scheiße, habe ich 35 mitgenommen. Ich wollte natürlich 2033 mitnehmen. Okay, tun wir einfach so, als würde hier 2033 draufstehen und nicht 2035. Das ist der dritte Band, es ist eine Trilogie. 2033 ist der erste Band, 2034 der zweite. Und ja, und es geht, wie der Name schon vermuten lässt, um die Metro, und zwar die unter Moskau. So, und dann habe ich noch wahrscheinlich das bekannteste Buch in dieser Auswahl. Wobei ich davon ausgehe, dass Metro inzwischen auch schon durchaus recht bekannt sein dürfte. Es wurde auch schon versoftwared. Verfilmt kann man ja nicht sagen. Also es gibt dazu eine Shooter-Reihe, sehr atmosphärische, die auch sehr schön den Ton des Buchs, also die Atmosphäre des Buchs wieder treffen. Und ich glaube, die hat sich noch mal ein bisschen besser verkauft, beziehungsweise ist, glaube ich, allgemein mehr in die Popkultur vorgedrungen als ein Buch. Deshalb kann es sein, dass es Leute gibt, die eben eher die Spiele kennen und weniger die Bücher. Aber gut. Und dann hätte ich noch die Tribute von Panem, und zwar Tödliche Spiele. Das ist der erste Band. Den würde ich auch am ehesten noch empfehlen wollen. Die anderen flachen von der Qualität her ein wenig ab. Das ist tendenziell auch irgendwie eher ein Jugendbuch, aber nichtsdestotrotz sehr spannend. Und dadurch, dass es tendenziell eher ein Jugendbuch ist, ist es halt auch ein bisschen, ich sag mal, leichter zu lesen. Ja? Die Anspielungen an eine böse, dystopische Welt sind hier durchaus auch drin. Die sind jetzt aber nicht so, ja, naja, sie sind auch nicht schlecht. Sie sind auch nicht schlecht. Es ist auch so ein bisschen Liebesgedöns und so weiter und so fort drin. Ehrlich gesagt enthält Elantris auch ein bisschen Liebesgedöns, aber es ist mehr Schmerz als glücklich und Zufriedenheit. Okay, das ist ja auch ehrlich gesagt, also dass die Leute in solchen Büchern einfach nicht bei der Wahl der richtigen Partnerin ein bisschen intelligenter sein können, dann können sie sich den ganzen Scheiß eigentlich sparen oder des richtigen Partners, ne? Aber nein, immer muss da jede Menge Schmerz und Leid und so weiter. Das Schöne ist, Metro kommt komplett, also zumindest der erste Band, ohne Liebesgeschichte aus. Toll, ne? So, wer hat denn hier schon wieder den Wind angeschaltet? Gut, dass ich das Richtmikrofon mit Windpuschel dabei habe. So. Das hat jetzt also überhaupt nichts mit dem Wald zu tun, erzähle ich aber trotzdem im Wald, ich mache mal den Horizont noch etwas gerader, einfach weil ich es kann. Ne? So, und damit mir die guten Themen nicht früh ausgehen, machen wir halt heute mal, das heißt die guten Themen, die waldigeren Themen, machen wir heute einfach mal eine Buchbesprechung. Na, ich hoffe, ihr lest gerne. Es ist alles drei Kategorie im Grunde Fantasy. Ja? Ich lese persönlich sehr gerne Fantasy und dementsprechend, ja, ne, also wer jetzt eben entsprechend lieber was haben möchte, was mehr ans Realistische angelegt ist, dem möchte ich empfehlen, auf jeden Fall
1984 von George Orwell. Wer das noch nicht gelesen hat, das ist natürlich ein Klassiker der Klassiker. Das wäre auch nochmal auf jeden Fall ein schönes Büchlein zur aktuellen Situation. Und das Tolle ist, in diesen drei Büchern, beziehungsweise auch in 1984, haben wir jeweils eine Situation, die über unsere momentane gesellschaftliche Ausnahmesituation noch weit hinausgeht und noch viel beschissener ist als das, was wir gerade haben. Und dementsprechend kann man da entsprechend Mut fassen. So. Das zur Einführung, und jetzt gehen wir die einzelnen Bücher bzw. meine Meinung dazu durch, und ich wähle jetzt zufällig mal eins aus, und es ist Elantris. So. Einmal kurz den Klappentext vorgelesen, da kann man immer urheberrechtlich nicht viel falsch machen. Betreten Sie Elantris, eine Stadt voll alter Magie, ein Reich zwischen Leben und Tod, beherrscht von einem geheimnisvollen Gott, bewohnt von Menschen, die dazu verdammt sind, in den Ruinen dieser Stadt ewig zu leben. Niemand weiß, wozu Elantris erschaffen wurde, bis eines Tages eine Gruppe von Gefährten versucht, das Geheimnis zu lüften. Ja, wie immer ist der Klappentext mehr oder weniger ziemlich bekloppt. Aber ich habe noch nie irgendein Buch gelesen, wo der Klappentext so richtig überzeugend gewesen wäre. Ja? Wenn man es dann gelesen hat. Aber das ist ja das Schöne bei Büchern. Bücher sind ja noch viel mehr als Filme oder andere, sage ich mal, Unterhaltungsmedien im weiteren Sinne. Bücher noch am meisten das, was man individuell so verstehen kann, wie man es persönlich gerne haben möchte. Und wenn zwei Leute das gleiche Buch lesen, müssen sie daraus nicht unbedingt die gleichen Erfahrungen oder die gleichen Erlebnisse quasi draus raus mitnehmen. Allein die Tatsache, dass die Charaktere, die da vorkommen, für jeden anders aussehen, die Schauplätze für jeden ein bisschen anders aussehen, und es da sau schwierig ist, eben die Eindrücke, die man beim Lesen hat, jedes Mal mit jemand anderem wirklich eins zu eins teilen zu können. Das geht ja fast gar nicht. Ich finde das persönlich immer sehr faszinierend, wenn ich nach wie vor sehr gerne lese, auch sehr gerne eben entsprechend Unterhaltungsliteratur lese, dann gefällt mir das einfach, dass mein Erlebnis, dieses Buch zu lesen, auch immer nur mein Erlebnis, dieses Buch zu lesen ist. Wenn man einen Film guckt, gucken alle den gleichen Film. Wenn man ein Spiel spielt, gucken alle das gleiche Spiel. Man kann dieses besagte Spiel zwar noch ein bisschen individuell unterschiedlich spielen, aber es ist und bleibt im Kern doch. Naja, also der Ork sieht halt für alle aus, wie der Ork halt eben aussieht, weil man ihn ja tatsächlich sehen kann. Und hier müsste man sich, wenn dann hier ein Ork vorkommen würde, was nicht der Fall ist, müsste man sich den Ork eben entsprechend vorstellen. Ne? Gut, aber jetzt mal grob, worum geht's? Also, wir müssen uns das so vorstellen. Wir haben hier eine so mehr oder weniger auf mittelalterlicher Technologie basierende Epoche, ja, fiktiver Planet im Grunde, fiktive Kontinente und so weiter. Und da gibt es mehrere Länder, unter anderem eben eine dominierende Nation, die gerade dabei ist, alle anderen Nationen zu erobern. Die ist ziemlich autokratisch aufgestellt, das sind die anderen aber auch alle. Also es gibt Könige, es gibt hier in diesem Buch meines Wissens keine einzige richtige Demokratie als Staatsform, aber das ist auch relativ wurscht jedenfalls. Diese eine Nation will halt alle anderen unterjochen und ist da auch gerade ganz gut dabei, hat auch die stärkste Armee, und es steht alles kurz vor Krieg und sieht sehr so aus, als ob da jetzt demnächst eben dieser auch losbrechen würde. Aber die sind auch ein sehr religiöser Staat, der böse Staat, und hat halt einen obersten Führer, der gleichzeitig eben die oberste Gottheit von denen ist. Und deshalb kommt ein Priester, gleichzeitig ein Elitekrieger und Inquisitor dieses Landes, eben quasi in eine Stadt, deren Name mir gerade nicht einfällt, ist auch wurscht, aber da spielt das große Geschehen im Wesentlichen und versucht da eben die Leute zu bekehren, dass sie freiwillig zu dieser Gottkönig-Religion da übertreten sollen und sich gar nicht erst wehren, wenn dessen Armeen anmarschieren, um ihr Land dann quasi einzunehmen. Letzteres erwähnt er natürlich nicht, aber da steckt sehr viel Politik drin. So, und die Geschichte von diesem Priester, der eigentlich wirklich es
ja, der nicht wirklich böse ist, der ist quasi so ein bisschen der Böse in der Geschichte, ohne wirklich der Böse zu sein. Es ist also ambivalent, es gibt da jede Menge Licht und es gibt auch wirklich Figuren, die einfach nur böse sind. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn man irgendwo in einem Buch zumindest eine Figur hat, die nur verabscheuungswürdig ist. Ansonsten, Graustufen sind immer viel interessanter als Gut und Böse oder Licht und Schatten, ne? Dementsprechend. Der ist, um das schon mal von vornherein zu verraten, eher also so eine Graustufe. Aber gut, muss man dann selber rausfinden. Und der versucht halt jetzt mit Politik vor allen Dingen, mit Propaganda, auch was, was durchaus aktuell sein kann, auf die heutige Zeit bezogen. Beziehungsweise, das Buch ist jetzt noch nicht so alt, ne? Das war damals auch aktuell auf die Gegenwart bezogen. Von wann ist denn das? Keine Ahnung, ich glaube von 2002. Das steht hier natürlich in diesen ollen, stinknormalen Romanen immer nirgends drin. Also der Autor ist Jahrgang 75 von 2007. Von 2007 ist das Buch. So, und ja, also das ist der eine Handlungsstrang. Dann gibt es den nächsten Handlungsstrang. Das ist die Prinzessin eines weiteren anderen Landes, das ein bisschen näher ran dran liegt an eben dieser Stadt, wohin jetzt sich alle begeben, damit da die Handlung spielen kann. Und die ist... ja, sagen wir mal, ein bisschen alternativ von ihren Ansichten her und hat eine sehr starke Persönlichkeit, weshalb kein Mensch sie heiraten möchte, weil sie für eine Frau, ne, Frauenbild in eben einer auf Mittelalter basierenden Zivilisation viel zu störrisch ist und viel zu, kann kein Mensch was mit anfangen und man müsste ja auf seine Frau hören, wenn man sie heiraten würde und so weiter und so weiter. Außerdem ist sie noch viel zu groß und hält sich nicht an höfische Sitten und so weiter und so fort und will sich auch noch in der Politik einmischen. So, und die kommt jetzt eben auch, weil sie mit dem örtlichen Prinzen verlobt ist, in besagte Stadt und soll da den heiraten, damit eben ein Militärbündnis gegen dieses Gottkönigvolk, das was weiß ich wie heißt, geschlossen werden kann. Ja, so, so weit, so gut. So, und jetzt gibt es noch den dritten Handlungsstrang. Das ist eben besagter Prinz von dieser Stadt, wo alle hinkommen und damit er die Handlung spielt. Und der wacht morgens auf und hat jetzt das Problem, dass er zum Elantra geworden ist. So, Elantris, die namengebende Stadt dieses Buchs, das ist ein... ja, eine untergegangene Zivilisation von so höheren Wesen, in Anführungszeichen, die eben Magie wirken können. Die sind ansonsten relativ menschlich, aber sie können eben Magie wirken und sind fast unsterblich. Fast, nicht ganz. Also man kann sie abmurksen, aber sie sterben nicht von alleine. Erinnert so ein bisschen an die Elben, wenn man das so ein bisschen aus dem Tolkienschen Kontext verstehen möchte. Also so ein überlegenes, besonders weises Volk, das zwar überlegen und besonders weise ist, aber halt trotzdem jetzt untergegangen ist und nur noch als trauriger Rest seiner früheren Größe quasi existiert. Denn es gibt eine Seuche, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum das gerade aktuell ist, die eben besonders die Elantra, nur die Elantra befällt. Und jeder, der zum Elantra wird, also es war schon immer so, dass ein bestimmtes Risiko bzw. eine bestimmte Chance in der Bevölkerung entstand, dass jemand zum Elantra berufen wird. Also jeder normale Mensch kann irgendwann Puff machen und dann ist er Elantra, fängt an zu leuchten und muss dann nach Elantris bzw. wird dann nach Elantris ziehen, um dann mit den anderen Erleuchteten da quasi... Das klingt jetzt doof, aber das liest sich wirklich gut, ja. Tut mir leid, ich kann das halt, bin halt kein Buchkritiker. Aber ja, um da halt mit denen dann in den Landriss rumzuhocken und erleuchtete Dinge zu tun. Forschung, Kunst, Wissenschaft, solche Sachen, ja. Also besonders der Teil mit der Wissenschaft klingt cool. Das kann einen also ereilen. Das Blöde ist nur, dass irgendwann, und keiner weiß wieso, aus eben dieser Gabe jetzt zum Elantra zu werden, eben eine Seuche geworden ist. Und wenn man jetzt Elantra wird, dann wird man quasi so ein schwarzfleckiges, halb verfaultes Wesen mit quasi keiner Ausdauer mehr. Also so eine Art nicht aggressiver Zombie quasi. Ja? Also ganz wackelig auf den Beinen, sehr schwach. Aber hat auch Vorteile, denn man muss nichts mehr essen. Dafür spürt man einen ewigen Hunger. Selbst wenn man was isst, hat man danach immer noch Hunger. Man ist quasi unsterblich, aber der Körper heilt nicht mehr. Heißt, wenn man sich den Zeh anhaut,
dann tut das einen Moment weh und danach ist wieder gut bei normalen Menschen. Beim Elantra tut der Zeh genauso weh, wie er am schlimmsten Moment des Schmerzes wehgetan hat und das bis in alle Ewigkeit. Und das führt dazu, dass die Elantra, kurz nachdem sie eben nach Elantris eingeliefert wurden, was jetzt so eine Art Pestkolonie für Elantris-Kranke ist, quasi winselnd auf der Straße liegen, weil sterben können sie nicht und der Schmerz raubt ihnen jeden Verstand und dann liegen sie also nur noch in völliger Agonie in der Gegend rum. Lediglich die Leute, die noch nicht so lange in Elantris sind, sind noch in der Lage, die ersten paar Tage, paar Wochen vielleicht im Regelfall noch halbwegs klar zu kommen und versuchen einfach möglichst allem aus dem Weg zu gehen, teilnahmslos, so gut es geht, die Ewigkeit mit möglichst wenig Schmerzen quasi zu überstehen. Klingt jetzt nicht besonders wünschenswert und ist es auch nicht. So, und jetzt geht es eben in diesem Buch, in dieser Ausgangssituation, die Welt kurz vorm Krieg, diese komische Elantris-Seuche, dann die interessanten Charaktere, eben einmal diesen, und man muss zu diesem Prinz dazu sagen, der jetzt eben auch diese Elantris-Seuche bekommt und da eingeliefert wird, dass er davor ja so eine Art großer Revolutionär gewesen ist. Man kann ihn so ein kleines bisschen, wenn man ihn mit einer real lebenden Figur vergleichen möchte, vielleicht ein bisschen mit Che Guevara vergleichen, so ein bisschen, ja, dessen gute Eigenschaften. Und dementsprechend, das Volk hat ihn sehr geliebt und das Volk war sehr entsetzt, als sie dann eben festgestellt haben, beziehungsweise das wissen sie gar nicht, man hat das vertuscht, dass ihn eben diese Seuche geholt hat. Man hat so getan, als sei er regulär gestorben. Die Leute gelten als tot, die eben diese Seuche bekommen haben, weil es quasi gleichbedeutend ist. Und ja, und eben aus dieser Position heraus, als auch Diplomat, Politiker, als starke Anführerfigur, landet der jetzt eben in der Stadt der Verdammten und gleichzeitig seine Verlobte, eben diese Prinzessin, kommt in der Stadt an. Die beiden haben sich noch nie gesehen, also auch da so eine kleine Liebesgeschichte, haben sich nur Briefe geschrieben, haben aber über Briefe, es sollte eigentlich eine politische Heirat werden, festgestellt, dass sie sich doch scheinbar ganz gut verstehen. Ja? So, und ich glaube, viel mehr darf ich auch fast schon nicht mehr verraten an dieser Stelle. Grob geht es einfach darum, wie man aus, das ist ja ein Thema, das in der Literatur schon immer gerne verwurschtelt worden ist, aus einer scheinbar ausweglosen Situation das Beste macht. Es geht viel um Politik, viel um Lenkung von Personengruppen, viel um ja, starke Persönlichkeiten, die andere mitreißen können oder auch nicht. Und wie man sich der eigenen und auch der Verzweiflung der anderen so ein bisschen entgegenstellt. Es gibt wenig Action, ein bisschen, hin und wieder mal wird, also man kann ja auch durchaus Bücher schreiben, ich weiß gar nicht, inwiefern ihr euch jetzt mit Fantasy-Literatur auskennt, ne? Ich persönlich bin ja ein großer Fan davon und man kann die sehr actionreich schreiben, also es gibt da welche, da wird quasi ständig detailliert beschrieben, wie jetzt der eine oder der andere mit der Axt entsprechend Körperteile entfernt, vorsichtig ausgedrückt. Das haben wir hier wenig. Es gibt's auch ein bisschen, aber auch gerade wenn man sich das im Vergleich andere Werke des Autors anguckt, das ist eins seiner ersten Bücher, wenn es nicht sogar das erste ist. Naja, jedenfalls, ich glaube, der erste wirklich richtig, richtig gut verkaufte. Ich habe sehr viele Bücher von ihm. Ich finde den hervorragend. Der hat einen tollen Schreibstil und vor allen Dingen entwirft er immer sehr interessante, in sich logische Magiesysteme. Und das ist mir immer wichtig, dass wenn man irgendwas entwirft, was natürlich nicht existiert, das dann aber doch in sich logisch klingt. Das ist so ein bisschen wie dann wieder in der Science-Fiction-Literatur, dass die Welt von meinetwegen Star Trek, ja, mit dem Warp-Antrieb und so weiter und so fort, dass man da so Pseudo-Erklärungen wie die jeweilige Technik, die es natürlich nicht gibt, da funktioniert, zumindest so halbwegs anbietet, damit es dann innerhalb der nicht existierenden Physik eben dieser Science-Fiction-Welt so ein bisschen alles Sinn ergibt. Ne? Und das schafft der Sanderson eben immer hervorragend mit seinen Magiesystemen und seinen sonstigen Systemen, irgendwelche Sachen, die in der Realität nicht existieren, einzuführen, dass die so schlüssig wirken, dass man sich da toll reinversetzen kann und das Gefühl hat, was wäre, wenn das tatsächlich alles so existieren würde, was wäre das für eine Welt? Und ja, ne? Und dazu kommen eben wirklich die hervorragenden Charaktere. Das Ganze ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut geschrieben, sehr klare Sprache, oft mit ja, aber auch mit viel Humor zwischendrin, mit viel
es ist schwer zu beschreiben. Es ist schwer zu beschreiben. Und da hört es dann bei mir auf, meine Fähigkeit zur Literaturkritik. Ein tolles Buch. Also wer es noch nicht kennt und wer grundsätzlich jetzt nicht Magie, Fantasy, irgendwelche komischen Lichtgestalten? Nee. Aber wie gesagt, es ist auch ganz viel Politik drin. Es gibt auch ganz böse Gestalten und dunkle Gestalten. Ja, natürlich in der Fantasy-Literatur haben wir ja ganz oft so einen gewissen Kampf gut gegen böse. Das ist ja nichts Neues. Und das ist hier auch so ein bisschen natürlich drin, aber ja, man hat darauf verzichtet, einen über alles strahlenden Held darzustellen und ja, ich finde es ganz gut. Also ich finde es schon, ne? Kriegt von mir 8,5 von 10 möglichen Hüten. So, teilweise vielleicht doch ein bisschen, ein Hauch von zu viel Pathos, ja, so ein Hauch, aber wirklich nur, also 8,5 von 10 möglichen Hüten ist schon wirklich sehr gut, das zählt zu meinen Lieblingsbüchern, ist wirklich toll, ich lese es sehr gerne, aber bitte auch jetzt nicht erwarten, dass das jetzt irgendwie auf dem Niveau von Dostojewski oder Goethe oder sonst wem ist, es ist Unterhaltungslektüre, ja, nicht mehr, aber auch nicht weniger, so. Machen wir spaßeshalber weiter mit der Metro und ich mache einen kleinen Schnitt. So, die Idee von Metro 2033, das ist bei 2035 aber immer noch das Problem, ist die, dass es 2013, glaube ich, ja, 2013 einen dritten Weltkrieg gegeben hat, unter Einsatz sämtlicher Atomarsenale, die die Welt so zu bieten hat. Und das Ausgangsszenario, das man hier also beschildert bekommt, ist, dass die Russen ihre losgeschickt haben, die Amis auch ihre losgeschickt haben, die sich unterwegs kurz zugewunken haben und dann jeweils da angekommen, wo sie hin sollten. So, und da alle anderen Länder der Welt wahrscheinlich da auch in irgendeiner Form involviert gewesen sind in diesem Szenario und auch ein bisschen was abbekommen haben und ohnehin ein Atomschlag auf komplett Nordamerika und komplett Russland sowieso globale Auswirkungen hätte, kann man davon ausgehen, dass auf der Welt, soweit man weiß und die Leute rätseln, aber keiner mehr lebt, außer die circa 50.000, glaube ich, Leute, die es noch geschafft haben, beim Anflug der Raketen, sich in die wirklich tiefe russische U-Bahn zu retten. Die Idee zu diesem Szenario kommt eben daher, dass der Autor Russe ist und in Moskau U-Bahn gefahren ist und irgendwie diese ganzen Tunnel und verzweigten Anlagen und die teilweise auch wirklich an kunsthistorisch wirklich auch wertvollen Metrostationen der russischen Metro spannend gefunden hat und sich dann halt überlegt hat, was wäre, wenn die komplette Zivilisation sich nur innerhalb der Tunnel der Metro abspielen würde und genau das ist quasi jetzt diese Situation, die wir als Ausgangslage haben. Die Zivilisation besteht noch aus ein paar Hanseln gefühlt, die sich alle komplett in eben die Tunnel der russischen Metro gerettet haben. Und man weiß nicht, ob da draußen noch irgendwas anderes existiert. Man geht eigentlich davon aus, dass das vermutlich nicht der Fall ist und zumindest gibt es keine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme. Dazu kommen dann noch diverse Mutanten und jetzt muss ich erstmal den Akku wechseln. Ja, also besagte Mutanten, die da ihr Unwesen treiben, sind dann natürlich durch die radioaktive Strahlung entstanden. Wir wissen ja alle, wenn irgendwo radioaktive Strahlung auftritt, dann gibt es danach irgendwelche großen mutierten Supermonster. Das ist ein bisschen klischeehaft, aber ist hier halt auch Teil der Handlung und wirkt aber in der Welt eigentlich ganz cool. Das Buch ist, das muss ich gleich mal vorneweg sagen, schon gruselig. Ja? Also der Autor legt da schon Wert auf ein gewisses Gefühl von Horror, was da sehr wohl vorkommen soll. Wer da also gar nichts mit anfangen kann, mit ein bisschen Grusel, ja, der sollte natürlich auch wieder die Pfoten davon lassen. Das wollte ich noch kurz vorneweg sagen. Und ja, ansonsten muss man grob sagen, möchte ich noch ein bisschen erklären, wie funktioniert das mit der Zivilisation in den U-Bahn-Tunneln. Naja, die haben es geschafft, beim in den Untergrund steigen, eben ein relativ guten Querschnitt der Bevölkerung mit runterzunehmen. Das heißt, es gibt noch eine Handvoll Ingenieure, es gibt noch eine Handvoll Wissenschaftler, gibt noch ein paar Ärzte und Soldaten natürlich auch und entsprechend also lauter so Leute, die man im Fall einer ja, ziemlich, sagen wir mal, weltverändernden Katastrophe eventuell ganz gut gebrauchen kann in seiner Gruppe und eben aber auch ein paar Bauern,
Wo man jetzt genau die Schweine hergenommen hat, weiß ich nicht, wenn das mitten in Moskau passiert ist. Aber aus irgendwelchen Gründen hat man es geschafft, noch ein paar Schweine mit in die Tunnel zu nehmen, ein paar Hühner mit in die Tunnel zu nehmen. Und im Wesentlichen basiert jetzt die Ernährung der Zivilisation auf radioaktiven und mit Nährstoffen angereicherten Pilzen. Das ist natürlich auch Quatsch, ja. Metro ist eigentlich eher Science Fiction als, ja, ist so eine Mischung aus Science Fiction und Fantasy, da kann man sich jetzt kloppen. Also besonders Zukunftstechnologien kommen eigentlich nicht zum Einsatz. So gesehen wäre es eigentlich eher Science Fiction. Andererseits Fantasy, andererseits spielt es halt in der Zukunft und da ist der Übergang saumäßig schwierig zu sagen, was das jetzt eigentlich für ein Genre ist. Aber mit eben diesen Schweinen, diesen radioaktiven Pilzen, dann der Tatsache, dass man mit UV-Lampen, was die Ingenieure ja machen konnten, die ein paar der Generatoren in der Metro noch zum Laufen gebracht haben, man hat wohl auch relativ viel Diesel retten können, beziehungsweise es war wohl in diversen Lagern unterirdischer Art auch noch jede Menge Diesel zu haben. Um da eben auf Minimalflamme pro Station, also jede U-Bahn-Station, ich kann euch diesbezüglich vielleicht einmal kurz, ohne groß gegen das Urheberrecht zu verstoßen, die Karte zeigen. Und die Karte dieser Welt ist halt witzigerweise einfach der U-Bahn-Plan von Moskau, ne? Das Streckennetz der Moskauer Metro und die einzelnen Bahnhöfe, also U-Bahn-Stationen, sind jetzt jeweils Dörfer, Siedlungen, Städte, wie man möchte. Mal reicher, mal weniger reich. Und man hat, also der Glukowski hat da wirklich versucht, die Menschheit, die Gesellschaft, wie wir sie kennen, mit ihren extremen Ausprägungen und ihren weniger extremen Ausprägungen kompakt in die Metro zu quetschen. Und so haben wir da quasi das Vierte Reich. Das sind also die neuen Nazis, die ähnliche Ideen haben wie die alten Nazis, nur halt eben neu. Und es gibt die Rote Linie, das sind also die Hardcore-Kommunisten dann, die Rote Armee mäßig unterwegs sind und einen auf Superkommunismus machen und genauso radikal sind im Grunde wie die extrem Rechten, das Vierte Reich, die sich da auch jeweils gegenseitig bekriegen, weil ihre Ansichten jetzt irgendwie nicht so gut miteinander harmonisieren. Dann gibt es eine reiche, die Welt umspannende Handelsgesellschaft namens Hanse, die praktischerweise auf der Ringlinie der Moskauer Metro verortet ist. Also es gibt um die komplette Metro drumherum eine Ringlinie. Die gibt es auch um Berlin, wer das zufällig weiß. Da muss ich immer dran denken, weil ich habe Metro gelesen, bevor ich mal nennenswert festgestellt habe, wie die U-Bahnen in Berlin eigentlich funktionieren. Und in dem Moment, wo ich dann also da hingekommen bin und dann mal gesehen habe, da gibt es ja auch eine Ringlinie, war das für mich klar, dass das jetzt quasi die Hanse-Stationen sind aus Sicht eben dieser Metro-Idee, weil ich bin ja selten in großen Städten, deswegen für einen Städter, der ständig mit der U-Bahn fährt, ist die Thematik also vielleicht noch mal ein bisschen lustiger. Ja, und je abgelegener eine Station ist, also das Zeug ganz weit draußen, so im letzten Fitzelchen der Stadt, wo überhaupt noch die U-Bahn hinfährt, da liegen halt die ganz abgelegenen, ganz armen Stationen. Und durch die Besonderheit, dass die Moskauer Metro teilweise ja auch wirklich palastartige Untergrundstationen aufweist, insbesondere die sogenannte Polis. Jetzt kann ich euch nicht genau sagen, wie die Stationen heißen, wer sich in Moskau auskennt. Arbatskaya, Bibliotheka, Lenina, irgendwie Browitskaya, Alexandrowski, Sat und so weiter. Ja, also wer sich in Moskau auskennt, den sagt das bestimmt was. Leider, ich muss da mal dringend hin. Also allein durch die Lektüre dieser Bücher hätte ich wahnsinnig Bock, in Moskau mal eine Runde U-Bahn zu fahren und mir dann zu überlegen, was, wenn jetzt die Mutanten gegen die Scheibe klopfen und solche Späße. Ja, aber diese Polis, die hier jetzt als Polis beschrieben ist, die gesagten Stationen, das ist wohl wirklich, da haben sie wohl Kronleuchter an der Decke hängen und sonstige Späße. Und ja, es ist ein kleines bisschen windig. Das ist also quasi der letzte Hort der Zivilisation in diesem Metro-Szenario. Der letzte Ort, wo die Menschen noch wie Menschen leben können und so quasi der Sehnsuchtsort für die Bewohner der außenliegenden Stationen. Ja? Und
Die leben gerade in den außenliegenden Stationen, leben sie halt in Zelten auf dem Bahnsteig, in Zelten im Gleisbett. Die Gleise selbst hat man entfernt, die braucht man nicht mehr. Funktionierende Züge gibt's erstmal keine mehr, zumindest theoretisch. Man hat dann noch mal so ein paar Dresinen zusammengeschraubt mit dem, was halt noch so zu haben war an Schrott. Und und so lebt man dann da halt eben mit der notdürftigen Nahrungsproduktion, mit der Pilzproduktion, mit der Schweine- und Hühnerzucht. Und es gibt zweierlei tolle Getränke, die die Runde machen. Einmal Tee, der aus getrockneten Pilzen besteht und selbstverständlich nichts mit Tee zu tun hat. Aber der wird halt als Tee gehandelt und der Tee aus bestimmten abgelegenen Stationen soll besonders gut sein, womit die dann doch noch ein kleines Einkommen generieren können. Lustig übrigens, die Währung in der Welt der Metro sind Kalaschnikow-Patronen, ja, weil keiner irgendwo hingeht ohne seine entsprechende Kalaschnikow oder eine andere entsprechende Waffe, und deswegen handelt man einfach in Kalaschnikow-Patronen. Das kann man also sagen, eine Mahlzeit kostet eine Patrone entspricht einem Menschenleben, und damit haben wir da schon gleich eine gewisse gesellschaftliche Brisanz, dass das Zahlungsmittel quasi Menschenleben sind, wenn man das so übertragen möchte, und das ist so eine der zahlreichen wirklich coolen Ideen, die hier eine Rolle spielen, eben in dieser Metro-Geschichte. Damit diese ganze Zivilisation funktioniert, muss hin und wieder mal jemand an die Oberfläche und nach Vorräten suchen. Und die Leute, die sich halt raustrauen in die radioaktive Wüste des vollkommen vernichteten Moskaus mit jede Menge lustigen Häuserruinen, sieht im Grunde so ein bisschen aus wie Pripyat, neben Tschernobyl, also die Stadt neben Tschernobyl. So wird es beschrieben, dass es so aussieht. Ja, es gibt ja inzwischen auch Bildmaterial, weil ja auch eine Spielereihe eben, die ich auch sehr gerne und auch gerade aktuell, ehrlich gesagt, gerne spiele. Aber da draußen gibt es dann halt noch mehr Mutanten, Flugmutanten, sonst was für Mutanten. Und es gibt auch so ein paar übernatürliche Phänomene, wobei das super toll beschrieben ist. Es wird nie so richtig klar, nie so richtig hundertprozentig, ob das wirklich irgendwelche übernatürlichen Mächte sind, die da jetzt eine Rolle spielen, oder ob es für alles nicht doch eine wissenschaftliche Erklärung gibt und die Menschen einfach nur völlig übertrieben reagieren, weil sie halt Angst haben, weil sie ständig im dunklen Tunnel hocken. Und jedenfalls diejenigen, die rausgehen, sind die sogenannten Stalker. Das sind so die Helden dieser Gesellschaft, die sich das eben trauen, die andererseits nicht lange leben, weil da oben die Strahlung doch noch so hoch ist, dass man das nicht allzu oft machen kann. Und ohnehin nicht allzu oft machen kann, bis man ohnehin das Zeitliche segnet, weil man einfach eine zu hohe Strahlendosis irgendwann dann abbekommen hat. Und ja, also alles ganz interessant und im Detail wirklich super, super durchdacht. Natürlich gibt es auch alles, was es in der nicht in der Metro existierenden Welt gibt, an Abgründen, auch in der Metro. Wir haben also Glücksspiel, wir haben Gewalt, jede Menge natürlich. Wir haben Banditen, wir haben Räuber, wir haben Plünderer, wir haben Prostitution, wir haben Kinderarbeit, wir haben Sklaverei und so weiter, und all das sind eben Elemente, die jetzt zum Tragen kommen bei der Geschichte, dass im letzten Winkel der Metro, das muss ich kurz mal zeigen, hier oben bei da, ich weiß nicht, ob man das lichttechnisch jetzt halbwegs sehen kann, hier oben da ist irgendwo die WDN-Schka, WDN-Dingsterbumster, das ist jedenfalls die Messestation, mehr oder weniger. WDNCH, genau, hinterm Botanischen Garten, also die letzte Station ist Botanischer Garten, dann davor kommt die Messe und da beginnt jetzt die Handlung, und die Handlung handelt eben von Artyom. Artyom ist irgend so ein 0815 junger Mensch, um die 20 glaube ich, der da eben aufgewachsen ist in der Metro, aber alt genug ist, um als kleines Kind noch so ein paar Impressionen der Welt draußen mit blauem Himmel, mit grünen Pflanzen und so weiter noch im Hirn zu haben und schon irgendwie ahnt, was die Menschheit eigentlich verloren hat, seit sie in der Metro hockt. Und der bekommt nun den Auftrag vom durchziehenden Stalker, also junger Mensch, dann kommt so ein Stalker daher, so ein kraftstrotzender Super-Ultra-Krieger, natürlich sehr imposante, beeindruckende Gestalt, gerade für einen jungen Mann, und der gibt ihm den Auftrag,
er soll doch einmal schnell zur Polis laufen bzw. zur Polis reisen, mitten in der Metro, den Ort der Glückseligkeit, wo kaum jemand hinkommt, der sauschwer zu erreichen ist, weil die wollen da auch niemanden haben, weil die haben nur begrenzte Ressourcen für so und so viele Einwohner und so weiter. Also da haben wir sogar ein bisschen Migrationspolitik drin in der Metro-Geschichte. Und da soll er jetzt halt hin, weil die WDNschka, also diese Messestation, von geheimnisvollen Mutanten, die keiner so richtig kennt, angegriffen wird, nahezu täglich. Die haben also beim Tunnel Richtung Botanischer Garten raus, haben die eine Sperre errichtet und kämpfen da eben täglich ums Überleben gegen die sogenannten Schwarzen. Das sind so irgendwelche seltsamen Mutanten, von denen man nichts Genaues weiß. Jedenfalls sind die super, super gefährlich und machen einem das Hirn kaputt. Und die Leute, die dann eben mit den Schwarzen zu viel Kontakt hatten, werden erst wahnsinnig und dann sterben sie. Also ganz, 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 ganz schlimme Sache, ganz, ganz große Bedrohung. Und eben weil diese Bedrohung so groß ist, schickt jetzt eben dieser Stalker, Super Ranger-Typ da namens Hunter, der heißt auch noch Hunter, entsprechend den Artyom da los, um Hilfe zu holen. Und während er da eben durch 7000 Umwege durch die Metro unterwegs ist, hin und wieder auch mal an die Oberfläche muss und so weiter, erlebt er alle möglichen Geschichten mit allen möglichen Leuten, die ganz verschiedene Leben eben in den Tunneln leben. Und ja, mit Horrormomenten eben, mit Actionmomenten, mit Zwischenmenschlichem, mit Philosophischem. Das Buch ist schon ein wenig russisch. Ja, die Russen waren ja schon immer geneigt, gerne mal ein wenig rum zu philosophieren, vorsichtig ausgedrückt. Teilweise ja auch sehr, sehr viel und sehr groß und sehr berühmt und sehr interessant. Aber auch das kommt hier so ein bisschen durch. Es ist halt durch und durch zwar Fantasy-Literatur, aber russische Fantasy-Literatur. Also wer damit wirklich was anfangen kann, dem sei das nur wärmstens empfohlen. Wie gesagt, das hier ist ja der dritte Band und nicht der erste. Metro 2033, erster Band. Der zweite Band fällt meiner Meinung nach ein bisschen ab, weil man hat da jetzt schon eine Beziehung auf zum Artyom aufgebaut. Die gesamte Geschichte wird übrigens auch in der dritten Person aus Artyoms Sicht erzählt, glaube ich. Oder ist es in der Ich-Form? Moment. Mist, hier ist überall Dialog. Ah ja, ja. Also, dritte Person aus Artyoms Sicht entsprechend erzählt. Und es gibt auch keine anderen Handlungsstränge. Es ist also Mono-Handlungsstrang. Anders als Elantris, was halt eben diese primär drei Handlungsstränge aus Sicht von Prinz, aus Sicht von Prinzessin, das klingt jetzt scheiße, aber das Buch ist wirklich gut, und eben Inquisitor erzählt wird. Ja. Metro, der erste Band, der kriegt, schwer zu sagen. Ich glaube, ja, 7,5 oder 8 von 10 möglichen Hüten. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Es ist teilweise für meinen Geschmack ein kleines bisschen zu verwirrend, wenn es dann zu sehr ins Metaphysische sozusagen abgleitet. Das ist im ersten Band noch ganz in Ordnung. Der zweite Band, der driftet mir wirklich viel zu viel ins Metaphysische ab. Da gibt es mehrere Protagonisten und die sind alle irgendwie als Identifikationsfigur schwierig. Ja, ich persönlich brauche in meinen Büchern, wenn ich die richtig toll finden will, ich bin da simpel gestrickt, ja. Es soll ja Unterhaltungsliteratur sein, nochmal, ja. Nichts, was zum Nachdenken, also schon ein bisschen, klar. Aber nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern auch unterhalten. Und da brauche ich in meinen Büchern schon irgendeine Sympathieträgerfigur, die so ein bisschen zumindest heldenhaft daherkommt. Das ist hier der Artyom schon bis zu einem gewissen Grad. Auch wenn er nicht ein besonders großer, kann man jetzt nicht behaupten, ne? Aber so ein bisschen zumindest. Und im zweiten Band ersetzen sie quasi den Artyom, dem so eine Geschichte, das ist zwar passiert, aber das hat wohl scheinbar niemand mitbekommen, was im ersten Band passiert ist. Und es wird eine komplett neue Geschichte von ganz anderen Figuren, die halt jetzt nun wirklich so überhaupt nicht heldenhaft sind, erzählt. Und das driftet dann derartig teilweise ins Philosophische und Metaphysische ab, dass es mir einfach zu anstrengend ist. Und ich habe schon wieder vollkommen vergessen, ehrlich gesagt, was die Quintessenz vom zweiten Band gewesen ist.
Und da bin ich nicht allein, denn der dritte Band, der setzt jetzt einfach ganz wie der erste Band die Geschichte vom Atium fort, was der so getrieben hat. In der Zwischenzeit wird in der Rückblende erzählt, also quasi immer mal wieder in so kleinen Geschichtchen von früher, weil da liegt ja jetzt ein Jahr dazwischen, weil wir überhaupt nichts vom Atium gehört haben im Jahre 2034. Und im Jahre 2035 ist er dann wieder vollkommen da und erlebt seine Abenteuer zu Ende. Man kann also den 2034er Band quasi überspringen, und da der für meinen Geschmack wirklich viel zu metaphysisch ist, würde ich dem höchstens, also 6 von 10 möglichen Hüten bekommt der auch noch, ist also immer noch spannender als, na, kommt darauf an, manchmal die Tageszeitung. Aber schwierig. Also 6 von 10 möglichen Hüten ist, glaube ich, angemessen. Und der dritte Band, den finde ich dann wieder, da ist das Metaphysische deutlich zurückgekurbelt, da gibt es auch etwas mehr Action. Da ist der Atium zwar ein Depp und trifft teilweise Entscheidungen, die man so gar nicht nachvollziehen kann. Aber ja, da würde ich dann auch mit 8 von 10 möglichen Hüten eben entsprechend rausgehen. Also wer alle 3 Bände lesen möchte, ist natürlich auch kein Problem. Den ersten, der gibt aber schon mal einen sehr guten Eindruck, worum es geht quasi. Und die wesentliche Thematik, dass die Menschheit sich immer selbst der größte Feind ist, spielt ja eine große Rolle. Und eben die Zivilisation als solche ja auch sehr stark zusammengebrochen ist. Das sind schon so sehr zentrale Leitthematiken, auch eben diese, es gibt weiterhin die Nazis, es gibt weiterhin die Linksextremen und so weiter. Das ist alles schon sehr, 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 sehr cool gemacht und eine sehr gute Gesellschaftskritik, wenn man so möchte, auch eigentlich. Boah, habe ich da jetzt lang was zu erzählt. So, und dann hätte ich noch eben die tödlichen Spiele von den Tributen von Panem anzubieten. Da sage ich gleich mal vorneweg, wer die ganze Trilogie lesen möchte. Die Idee, Grundidee ist toll. Das ist so ein bisschen Gladiatorentum in Science-Fiction-Szenario, wenn man so möchte. Eine Dystopie. Eine Gladiatorentum-Dystopie, wenn man so möchte. Und der erste Band, eben dadurch, dass diese Welt durch die Grundidee so originell ist, ist der auch saucool. Der zweite Band macht im Grunde nochmal dasselbe, was der erste Band gemacht hat. Ich weiß nicht, ob der Autorin dann nichts Besseres mehr eingefallen ist. Und das ist Gemecker auf hohem Niveau. Ja, also ich wäre auf die Grundidee schon nicht gekommen, und das ist auch alles ganz gut geschrieben und alles. Aber der zweite fällt ab. Und der dritte, der ist halt wirklich mehr als alles andere, nur noch Love Story. Und die Protagonistin, Katniss Everdeen, das weiß man wahrscheinlich, dass die so heißt, das ist ja auch recht prominent verfilmt worden mit Jennifer Lawrence als besagte Katniss Everdeen. Die hat quasi im dritten Band überhaupt nichts mehr zu tun. Da ist sie dann nur noch am Leiden und am psychische Störungen davontragen. Und ich will jetzt nicht sagen, wie es endet, aber es endet auch nicht gut. Und im Grunde wird der da jede Menge schlimmes Zeug zugemutet. Und was dazu führt, dass er dann im Grunde mit einem Dachschaden davonkommt. Vorsichtig ausgedrückt, ja. Und das ist zwar konsequent, aber ja, weiß ich nicht. Aber erstmal das Grundszenario ist folgendes. Wir haben hier ein Land, das nennt sich Panem. Das besteht aus 13 Sektoren, die wie Kuchenstücke um die Hauptstadt angeordnet sind, die in der Mitte eben sich befindet, das sich Kapitol nennt, diese Mitte. Und im Wesentlichen sind diese 13 Sektoren mal mehr, mal weniger arm. Grob kann man sagen, die werden je wichtiger das Gut ist, das sie produzieren, jeder Sektor produziert eine bestimmte Sache, desto reicher werden die Sektoren, desto angenehmer ist das Leben da. Wir haben also im Landwirtschaft-, Fischerei-, Kohlesektor eher sehr ärmliche Lebensverhältnisse, also auch Bergbausektor, Kohle und Bergbau, glaube ich, während die industriellen Bezirke, die bereits komplette Produkte zusammensetzen und gewisse anspruchsvollere Dinge produzieren, da lebt es sich dann schon relativ gut. Ja, und damit, dass man da eben in Bezirk 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort reingeboren wird, weiß ich nicht mehr, welche Nummer welche ist, das wird man dann im Laufe des Buches auch erfahren,
ist es halt so, dass du entweder Glück gehabt hast oder nicht. Das ist im Grunde ja auf der aktuellen Welt auch ganz ähnlich. Wenn du halt in Kongo geboren bist, dann ist das tendenziell nicht so toll, wie wenn du Deutscher bist, per Zufall, ne? Und dementsprechend, ja, das ist auch eine ganz interessante Thematik, dass das so zugewürfelt wird. So, und es gab mal ursprünglich einen 14. Distrikt, oder lass mich lügen, es sind nur 12, und es gab mal einen 13. oder ist ja auch wurscht. Ja, oder selbst wenn es 15 gewesen sind. Jedenfalls war da mal einer mehr und der hat mal gegen dieses System rebelliert. Muss ich noch dazu sagen, die Leute im Kapitol, die schwelgen quasi im Luxus, die leben in Rausch und Saus und Braus und haben auch Hightech-Technologien wie theoretisch irgendwelche Energiewaffen, irgendwelche Medikamente, die zur Fast- und Sterblichkeit führen, lassen sich dauernd irgendwelche lustigen, was weiß ich was für Teile ins Gesicht nageln, weil das gerade der neueste Schrei ist, leben nach irgendeiner völlig bekloppten Mode. Und die Idee fand ich auch ganz toll, ne? Dass also diese High Society da völlig durchgedreht ist, ist ja auch eigentlich nur aus der Realität genommen. Aber und jetzt eben dadurch, dass sich gegen dieses System der 13., 14. oder was weiß ich wie viel Distrikt gewehrt hat, hat man diesen Distrikt angeblich wohl mit sowas Ähnlichem wie Atomwaffen oder Biowaffen oder sonstigen Waffen, jedenfalls Massenvernichtungswaffen, komplett dem Erdboden gleichgemacht und da alle ausgelöscht. Und damit kein Distrikt jemals wieder auf die Idee kommt, so eine Revolutsatum hier zu betreiben und unzufrieden zu sein mit dem ach so schönen System, das jedem genau seinen Platz in der Gesellschaft zuweist und man keine Möglichkeit hat, daran irgendwas zu ändern. Fast keine Möglichkeit, hat man eben eingeführt, dass jährlich Hungerspiele stattfinden sollen. Und das läuft so ab, dass aus jedem Bezirk ein Männlein und ein Weiblein, und zwar grundsätzlich unter 18, irgendwie, ich glaube von 10 bis 18, irgendwie sowas, ausgewählt wird per Zufall. Man kann sich wohl auch freiwillig melden, aber normalerweise per Zufall ausgewählt wird. Und das gibt dann insgesamt eben 24 Tribute, sogenannte, die dann zu Belustigung des Kapitols und zur Einschüchterung der Bezirke drumherum in einer Arena quasi um Leben und Tod kämpfen müssen. Das kennt man heutzutage so ein bisschen als Battle Royale. 24 gehen rein, einer geht raus, die anderen 23 müssen dabei dann halt entsprechend umkommen. So. Und die haben vorher ein bisschen Zeit zum Trainieren, kommen da in ein lustiges Trainingslager, dann werden Interviews mit ihnen geführt, das Ganze wird medial auf Kapitolniveau total ausgeschlachtet. Man versucht da irgendwelche tollen Liebesgeschichten reinzuflechten und so weiter und so weiter. Die reichen Bezirke schaffen es, da gibt es häufig Leute, die dann ihr Leben lang drauf trainiert werden, sich dann mit 17, kurz bevor sie 18 sind, als Tribut zu melden, damit die Chancen, dass sie das Ganze gewinnen, eben möglichst hoch sind. Das sind die sogenannten Karrieros. Und die haben dann natürlich entsprechend Kampftraining und sonst was ihr Leben lang genossen. Während es dann andererseits in den armen Bezirken passieren kann, dass da halt ein 10-jähriges Mädel, das bisher nur Fischerin war, also erstens mal 10 ist und zweitens nur Fischerin gelernt hat, auch eben in diese Arena reingeschmissen wird. Und die ist selbstverständlich dem Tode geweiht. Ne? Was soll die denn bitte gegen jemanden machen, der, keine Ahnung, seit seiner Geburt Nahkampfausbildung und sonst was erhalten hat? Und in dieser Arena gibt es dann verschiedene Gefahren, die sich die Arena-Designer einfallen lassen. Da kann es dann plötzlich Erdbeben geben, irgendwo der Vulkan ausbrechen, irgendwelche Giftschlangen vom Himmel regnen, irgendwelche Monstertiger losgelassen werden, tödliche Insekten, Schlangen, sonst was. Und das variiert ganz stark, was das Szenario ist. Teilweise sind so Waldarenen, teilweise Wüstenarenen und so weiter. Also man muss immer gegen die Umwelt kämpfen, die eben zusätzlich noch mit irgendwelchen Fallen ausgestattet ist, und gegen die anderen. Dann kommt es vor, dass die Tribute untereinander kurz Bündnisse schließen, um halt irgendwelche Kampfvorteile zu haben und. Und das Ganze gibt es halt eben auch als Film. Und da muss man jetzt sagen, der Film ist für meinen Geschmack etwas zu weich gespült. Das Buch ist schon relativ brutal in Anbetracht dessen, dass das ja eigentlich ein Jugendbuch sein soll. Und das Leiden der Protagonistin und die ganzen ethisch-moralischen Konflikte und die Tatsache, dass sie da auch wirklich dann töten muss und wie sie damit umgeht und dass sie damit klarkommen muss und so weiter, und halt Leute, die ihr wichtig sind, auch getötet werden und dabei auch Kinder sterben letztendlich, ist schon
im Buch erheblich härterer Tobak, als das in den Filmen der Fall ist. Und wo in den Filmen rechtzeitig weggeschwenkt wird, wenn da jemand mit irgendwelchen sehr scharfkantigen Gegenständen getroffen wird, dann wird das im Buch schon noch relativ deutlich geschildert. Relativ. Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass man genau erfährt, wie der Pfeil jetzt irgendwelche Arterien durchtrennt und wie das Gegenüber langsam verblutet. Ein solcher Detailliertheitsgrad kommt in der Fantasy, Gewaltdetailliertheitsgrad kommt ja durchaus mal vor in der Fantasy-Literatur. Das ist auch nichts, was mich vom Lesen eines Buches abschrecken würde, aber auch nichts, was ich jetzt unbedingt zwingend brauche. Nur wenn es halt verharmlost wird, kann ich nicht haben. Und das ist im Buch erstaunlich gut gemacht. Und dieses Grundszenario eben mit dem Panem et Circenses, also deswegen heißt das auch die Tribute von Panem, also Brot und Spiele zu Deutsch, das ist schon sehr, sehr, sehr cool und eine klassische Dystopie. Und wir haben da auch in gewisser Weise wieder die Seuche drin, beziehungsweise die Gesellschaft umformende Apokalypse hat da auch natürlich stattgefunden und deswegen finde ich jetzt auch das ein durchaus passender Titel für die aktuelle Zeit. Wie gesagt, eigentlich ein Jugendbuch, kann man also definitiv, ich denke, Leuten über 14 sicherlich empfehlen, gerade auch wenn die sonst nichts lesen und den Film vielleicht gut fanden und das Buch tatsächlich noch nicht gelesen haben, wäre das eine gute Idee. Ist von Susan Collins. Ja, wie gesagt, die anderen Bände, die fallen etwas ab. Aber den ersten finde ich auch wegen der Grundidee wirklich richtig, richtig, richtig cool. Und weil die Welt da eben noch neu ist und frisch ist und dieses Szenario so krank und böse und aber doch irgendwie morbide faszinierend ist, bekommt auch dieses Buch, würde ich sagen, 7,5 von 10 möglichen Hüten. So. Jetzt kann man noch fragen, was hat denn 10 von 10 möglichen Hüten? Der Herr der Ringe. Was noch? Nichts. Der Herr der Ringe. Nur der Herr der Ringe. So. Ja, und das war mein heutiger, das ist übrigens ein Specht, Waldaufenthalt und mein heutiges Video zum Thema, was machen wir denn, wenn wir jetzt daheim rumhocken und uns langweilen. Also außer Ben-Videos gucken. Ne? Meines Wissens kann man Bücher noch online bestellen. Das sollte kein Problem sein. Die Post trägt ja weiterhin Dinge aus. Die Paketdienste tragen auch weiterhin Dinge aus. Was davon zuerst lesen, wenn ich jetzt eins davon lesen müsste? Ich hab's, das hier könnte ich eigentlich mal wieder lesen. Ich glaube, das mache ich sogar. Aber die beiden habe ich gerade erst vor kurzem mal wieder gelesen und deswegen würde ich aber trotzdem empfehlen wollen, wenn ihr jetzt eins von diesen dreien und ihr die Szenarien alle ungefähr gleich interessant findet, dann empfehle ich Elantris. Einfach nur aus persönlicher Vorliebe und das hat ja auch 8,5 von 10 möglichen Hüten. Ich wünsche euch was, bis morgen, bleibt gesund und da morgen lasse ich mir irgendwas nicht mit Literatur jedenfalls einfallen. Tschüss.